Hallo zusammen, ich begrüße dich zum Webinar von PDC Uri und auch von Paragliding Unersee. Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Kurse zusammengestellt, um vor allem die Leute von PDC Uri und auch von Paragliding Unersee auf die kommende Streckensaison möglichst gut vorzubereiten. Der Grund war natürlich auch, dass man sich im Moment nicht bei Präsenz Veranstaltungen kann treffen, sondern dass das im Moment halt leider nur online geht. Ich werde euch dazu das Programm zeigen, wo wir miteinander anschauen. Und dazu gebe ich euch den Bildschirm frei, damit ich den teile. Ihr seht jetzt hier eigentlich die geplanten Kurse. Wir haben einen Kurs bereits durchgeführt, letzte Woche, am 12. Januar. Der Beat hat das gemacht. Und wir haben dort leider vergessen, dass wir die Videokonferenz haben vergessen aufzunehmen. Und darum nehme ich jetzt die Veranstaltungen eigentlich auf, damit die nicht haben können teilnehmen am letzten Dienstagabend, da nochmal die Präsentation können anschauen können. Nächsten Dienstag, das heisst also am 19. ist dann der Christoph dran. Ihr seht das Programm, das angedenkt ist in den nächsten Wochen. Ja, um was geht es? Flugvorbereitung und Flugplanung. Das Ziel ist eigentlich, dass wir euch gewisses Vorgehen mitgeben, wenn ihr euch optimal könnt, vorbereiten, eine kleine Strecke planen. Und damit möglichst erfolgreich in kleinen Schritten im Prinzip können Fortschritt machen im Streckenfliegen. Ja, die Frage, wohin fliegen, das werden wir miteinander anschauen, wenn man da vorgehen kann. Ziel ist also, wie plane ich einen kleineren Streckenflug, auf was kann ich schauen. Vom Inhalt her gehen wir auf folgende Seite. Im ersten Schritt auf die Startplatzwahl. Was schaue ich da? Der Sonnenstand, Planung der Flugroute und Materialvorbereitung. Das werden unsere Hauptschwerpunkte sein. Startplatzwahl. Wenn man da ein bisschen genauer anschaut, dann wird man sich über die Wetterlage mal ein bisschen informieren. Grosswetterlage. Wie sieht es mit dem überregionalen Wind aus? Habe ich Westwind, Nordwind, wo ich dementsprechend den Startplatz wähle? Und wie sieht es mit den Thermikprognosen aus? Wo kann ich damit rechnen, dass die Thermik gut ist? Beziehungsweise hat es eine Inversion vielleicht auf 1000 Meter oder 1500 Meter? Dann muss ich dementsprechend höher raufgehen, damit ich die Inversion umgehen kann. Jetzt in der aktuellen Situation, wo wir ja eigentlich richtig Spätwinter gehen, ist es eigentlich weniger relevant, weil es ja dann schon von sehr tief eigentlich in der Regel labil ist. Dann muss man sich überlegen, wo will ich hinfliegen? Will ich mit oder gegen Wind fliegen? Aufgrund von der Grosswetterlage, die ich angeschaut habe. Die Jahreszeit spielt natürlich eine wesentliche Rolle von der Startplatzwahl. Wir sehen hier tendenziell einfach als Empfehlung Spätwinter eher Tessin, Voralpen, Jura, weil die Regionen viel weniger Schnee haben und viel rascher dann die Thermik schon bereits anfängt. In die Hochalpen geht man dann sicher weniger, weil dort noch relativ viel Schnee liegt und dementsprechend mit wenig Thermik zu rechnen ist. Ausnahme ist etwa zur Selva. Zur Selva, wie auch im Prinzip das Wallis auf der Südseite, hat es relativ viel bewaldete Flächen und die verhelfen auch dazu, dass man dort noch gute Thermikverhältnisse hat. Aber wie gesagt, man ist dann halt sehr beschränkt auf die Gebiete mit diesen Feldern in diesen Regionen. Dann Frühling, Sommer, tendenziell verschieben sich die Startplätze eher in die Alpen, also man geht ein bisschen höher oder die Hochalpen. Und
auch der Jura. Der Jura ist natürlich eine Ausnahme, weil der Jura ist im Prinzip ein ganz Jahresfluggebiet für Streckenflüge, sei es jetzt Frühling, Sommer, Herbst. Der Jura funktioniert eigentlich über das ganze Jahr sehr gut. Herbst, ja, im Herbst geht man natürlich eher in die Alpen, Hochalpen. Wir kennen das, im Herbst hat man die Inversionslagen und oftmals findet man dann über der Inversion noch zum Teil recht gute Thermikbedingungen. Ja, das mal zur Grosswetterlage und Jahreszeit. Von der Tageszeit her, je nachdem, wenn das ihr natürlich auch startet für einen Thermik- oder Streckenflug, eignet sich dementsprechend auch die Ausrichtung vom, sagen wir noch grob, vom 10. bis 12. schaut man, dass man aus einem Südosthang starten kann, weil dort der Sonnenstand am optimalsten ist. Dann von 12 bis 2 sucht man sich eher Südausrichtung, dann 2 bis 4 am Nachmittag eher Südwest und gegen Nachmittag, später am Nachmittagabend, ist es dann die Westausrichtung, wo ja dann der Sonnenstand dominiert. Die Höhe vom Startplatz, ja, die ist abhängig vom Temp. Temp heisst, wie labil ist es. Das sieht man bei Thermikprognosen, zum Beispiel auch beim Temp-Emmagramm von Bayern. Ist natürlich nur eine Punktprognose, die relativ schwierig manchmal auf die ganze Alpen-Nordseite anzuwenden ist. Aber man sieht dort schon tendenziell, ob irgendwo eine Inversion drin ist oder wie labil das es grundsätzlich ist. Dann, was kann man aus den Thermikprognosen herauslesen? Wie hoch sind die Basishöhen? Das bestimmt oftmals auch, wo ich starte. Also wenn die Basis auf 2000 Meter ist, dann muss ich nicht irgendeinen Startplatz über 2000 wählen, sondern kann wählen dann tiefer, wenn wir ganz hohe Basis haben und gute Thermik unten, dann kann man tief starten oder hoch starten, je nachdem, das hängt also von dem ab. Die Jahreszeit. Ist klar, eigentlich früher im Jahr wie jetzt, Ende Januar, Februar, dann kann man relativ tief noch starten. Thermik zieht von unten raus und je später im Jahr, wenn man es vorher gesehen hat, geht man in die Alpen, Hochalpen. Sonnenstand. Ein wichtiger Punkt, weil auf den Sonnenstand schaut man nicht nur bei der Startplatzwahl, sondern ja eigentlich auch während dem Flug. Und wir schauen uns da ein paar Strecken an. So Paradestrecken, wo viel geflogen werden. Und ihr seht eigentlich, dass da die Streckenflüger sehr stark auf die Ausrichtung Sonnenstand schauen. Ein Beispiel, das in den vergangenen Jahren sehr oft beflogen worden ist, auf weiteren Streckenflügen ist Pilatus als Startplatz. Und wir sehen hier, dass vor allem die Südosthänge hier am Anfang von dieser Strecke, von dem Streckenflug, angeflogen werden. Wir sehen auch hier im Berner Oberland, Niesen, Region bei Thun. Auch dort, der Niesen, ist natürlich ein ausgesprochener guter Morgenstartberg, weil wir auch hier die optimale Ausrichtung haben, von den Südosthängen, das sind die Hänge, die ja als erstes von der Sonne angestrahlt werden und damit den Boden erwärmt und die Thermik kann starten. Dann haben wir Fanas. Fanas ist ein bisschen eine Ausnahme, weil ihr seht eigentlich bei den anderen Beispielen, sei es beim Pilatus oder beim Niesen, da fliegt man eigentlich das erste Mal Richtung Südwesten. Hier ist es gerade anders, man fliegt Richtung Südosten. Aber wir sehen auch hier, warum das funktioniert. Weil eigentlich vom Startplatz aus in Fanas, Brettigau, man zuerst eigentlich in den Südosthang direkt rein startet, wo oft sehr früh Thermik entsteht. Und dann geht man auch hier beim Weiterflug Richtung Südosten immer wieder in die Südosthänge. Und darum funktioniert das auch relativ gut. Dann haben wir da noch ein regionales Beispiel rausgenommen. Das ist Sruckig. Sruckig, wie gesagt, eignet sich gut, vor allem gerade Richtung Westen zu fliegen, weil man hier gerade nach dem Start
zuerst in einen Südosthang fliegen, am Hühnereck probiert, die Höhe zu machen und nachher aber bereits schon die erste Querung hat. Das ist ein bisschen speziell bei dieser Route. Und nachher sehen wir aber auch, dass wir da vom Scharti-Hörerli nachher zuerst mal Höhe machen müssen, bevor wir nachher in Sassigrad wechseln, wieder einen Südosthang und nachher Richtung Prise weiterfliegt hier. Also wir sehen nochmal gesamthaft, zusammenfassend, man schaut eigentlich, wenn man morgen startet, dass man vor allem entlang an Bergrücken kann fliegen, die Südost ausgerichtet sind. Ja, wo führen uns die Strecken, die wir jetzt angeschaut haben, bis zum Mittag hin oder nach dem Mittag? Wir sehen hier die Strecke von Pilatus, ist jetzt ein bisschen weiter, das heisst, man ist über den Thunersee geflogen und hier ist der Streckenflüger da der Niesenkette entlang. Und nachher haben wir hier gegen Mittag den Streckenverlauf über die Südhänge. Also man schaut dann so ab Mittag, frühen Nachmittag, immer in die Südhänge hineinzufliegen. Das Gleiche auch vom Niesen. Wir sind hier an der Niesenkette. Wir fliegen hier im Prinzip oder sind gegen Mittag Richtung Westen geflogen, Le Diablerais. Und der Streckenpilot ist nachher gekehrt und wir sind da explizit eigentlich immer Südost-Südhang zurückgeflogen Richtung Grindelwald hier. Also da schaut man am Mittag eigentlich auch immer in diesen südausgerichteten Hängen zu fliegen. Dann Fanas hier ebenfalls, wenn man nach dem Start von Fanas hier das Prättigau hinterher fliegt, kehrt, dann ist man da schon gut gegen Mittag. Und gegen Mittag sind dann auch die Hänge hier optimal, die Richtung Süden ausgerichtet sind, wo man ja dann nachher weiterfliegt über Schanfigg und nachher Richtung Surselva, Oberalpass und dann in der Regel probiert, wieder Richtung Norden zu fliegen ins Glarus. Dann der Klassiker vom Kanton Uri aus, Ruckig. Hier fliegt man eigentlich auch, wenn man am Morgen gestartet ist, in die Südosthänge, wie wir gesehen haben, vom Ruckig her, und ist dann nachher mehr und mehr auch in den Südhängen unterwegs, wie hier Brienzer Rothornkette. In der Regel wendet man hier bei Interlaken, bleibt auf dieser südausgerichteten Kette und sucht sich dann entsprechend immer wieder die Südhänge, um im Bereich von der Mittagszeit auch bei diesen optimalen Hängen zu fliegen. Dann später am Nachmittag, wir sehen das eigentlich sehr gut an dieser Strecke da hier. Gestartet ist man hier den Südosthang von Aas, dann auf den Südhang alles südausgerichtet zur Selva drauf geflogen. Und da sind wir natürlich schon langsam so im Bereich von 3-4 am Nachmittag von der Zeit her. Und dann sieht man, dass man auf dieser Strecke, wenn man jetzt das 3 fliegt, dann in dieser Zeit vom späteren Nachmittag in den Westhang fliegt, wo der Sonnenstand entsprechend auch von Westen anscheint und damit die Hänge am besten ausgerichtet sind für Thermik auszulösen. Dann ist man da bis Jalpstein geflogen und nachher am Abend dann noch zurück und auch hier in der Schlussstrecke noch einmal in den Westhang, wo ja die Abendsonne am besten anstrahlen tut. Also Fazit von dieser ganzen Geschichte, man startet eigentlich in Südosthang, folgt dann über Südhang bis Mitte Nachmittag und plant dann später am Nachmittag in Südwest bis Westhang noch fertig zu fliegen. Das sind so Grundregeln für Streckenflug, dass man auf das schaut. Planung von einer Flugroute. Wir haben ja vor allem auch Leute jetzt da im Paradelta Club Uri und auch im Paragliding Unersee, die anfangen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wollen aber Schritt vorwärts kommen beim Thermik- und Streckenfliegen. Und dazu haben wir so ein Vorgehen zusammengestellt, wenn ihr das für euch etwas könntet anwenden. Ihr seht hier, es ist ein Puzzle, ein Puzzle. Und was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass man eigentlich sich
Flugregionen das erste Mal erfliegt. Das heisst, dass man ein Fluggebiet auswählt, das ich noch nicht so kenne, und sage, ich gehe mal in das Fluggebiet und gehe dort 2-3 Mal fliegen, auch ein bisschen bei thermischen Bedingungen, dass ich das Gebiet kennenlerne. Zum Beispiel hier das Gebiet von der Roten Flur. Wenn ich dort geflogen bin und schon ein bisschen weiss, Mittag geht es dort und da rauf und ich kenne das Gebiet schon nicht schlecht, kenne die Talwindsituation, dann nachher würde man zum Beispiel sagen, ja, ich gehe jetzt mal ins Fluggebiet Ruegg, fliege auch dort ein paar Mal und lerne das Gebiet kennen, damit ich dort eine gewisse Sicherheit habe. Dann, wie das dritte, Puzzleteile, wo man nachher sieht, wo ich hinfliegen möchte, wäre dann der Fronalpstock. Dass man dort rauf einmal fliegen kann, sieht, wie ist der Wind an verschiedenen Tagen und auch das Fluggebiet lernen kennen. Damit haben wir 3 Puzzleteile. Das Fluggebiet Rotenflug, Ruegg, Fronalpstock. Und jetzt ist es eigentlich so weit, wenn man eigentlich das Ziel hat, ich will schon lange mal vom Kanton Uri auf Schweiz rausfliegen, dann hat man die guten Voraussetzungen, um eben jetzt einen Streckenflug zu planen. Weil man kennt den Ausgangspunkt, das Ausgangsstartgebiet, Fluggebiet Ruegg. Man weiß schon, was einem erwartet am Fronalpstock, kennt das Gebiet und man kennt bereits das Gebiet von der Roten Flur. Und jetzt kann ich eigentlich mit der Planung anfangen. Wenn ich also eine Strecke plane, ich hätte jetzt hier vor, vom Ruegg zur Roten Flur rauszufliegen, mache ich mir ein paar Gedanken. Und zwar die Lufträume. Ja. Startplatz wäre hier am Ruegg. Ich probierte dann im Startschluch mal möglichst hoch aufzukommen. Und bei den Lufträumen schaue ich natürlich an, was erwartet mich auf dieser Strecke. Wir sehen es hier zum Beispiel. Wir haben hier die TMA mit einer Untergrenze von 2750 Meter. Darunter ist überhaupt kein Problem, hat man keine Beschränkungen. Aber ich darf nicht höher als die 2,57. Dann kann es auch sein, dass wir hier auf dieser Strecke vom Ruegg sind wir mitten in dieser LSR. Das ist ja von der Pilatus Flugzeugwerk, die hier ihre Testflüge machen. Die sind jeweils nur gewisse Tage aktiv, müssen wir also im DAPS nachschauen. Aber auch wenn die aktiv sind, dann habe ich eine Beschränkung, eine Untergrenze von 2750 Meter. Ich darf also nicht höher raufgehen. Also ist ein wichtiger Punkt, wenn man eine Strecke plant, dass man mal schaut, was gibt es für Beschränkungen bezüglich dem Luftraum. Dann haben wir hier ein paar Links. Also zum einen gibt es Webseiten zu den Lufträumen auf der Seite vom Bund. Dann haben wir Flyland, wo man die Lufträume abladen kann. Zum Beispiel auch für Google Earth, wo man dann die Lufträume 1:1 in Google Earth anschauen kann. Und wie gesagt, DAPS ist etwas, das jeder kennt, jeder Pilot, wo man täglich das Bild anprüfen und schaut, welche Flugräume aktiv sind. Also haben wir uns einmal Gedanken gemacht zum Luftraum. Wir wissen, wir haben die Beschränkung von diesen 2750 Meter. Jetzt zum Vorgehen. Wenn wir weiter vorgehen können, wir haben hier die Abflughöhe. Ich muss mal sich Gedanken machen, wie hoch muss ich etwa sein, damit ich die erste oder den ersten Talsprung kann machen. Und das ist beim Ruegg, wenn ich jetzt hier die Richtung Fronalpstock, Klingenstock hätte fliegen, wäre das etwa 2400 Meter. Das ist etwa nötig, damit man über die Krete vom Roffeien über Rostock drüber kommt. Dann wäre das Ziel, dass ich auf der anderen Seite nach der ersten Querung an der Kette vom Fronalpstock wieder die Höhe machen könnte. Und dann kommt schon der erste Punkt, dass ich auf der Strecke dann auch prüfe, was erwartet mich eigentlich vom Gelände und von den Lufthindernissen her. Ich prüfe also, wie sieht das aus, wenn ich da
von Norden, von Süden Richtung Norden fliegen und hier in die Südseite hineinfliegen. Wie sieht das aus von den Seilen her? Wir sehen da hier, ich habe den Kartenausschnitt genommen mit dem Flughindernis und dann kann man das eigentlich dort mal anschauen, bevor man dann in die Luft geht. Ist zum Beispiel hier ein gewisser Bereich, den man sieht, der ist clean, also da ist wirklich kein Seil drin. Und da kann ich mir merken, auch nach der ersten Querung, wenn ich hier auf Riemenstalden bin, der obere Teil da hier, der ist frei. Da muss ich nicht gross schauen. Trotzdem, natürlich auch wenn dort keine Seile eingezeichnet sind auf der Flughinderniskarte, auch ich auf der Strecke fliege, wenn ich von der Karte her eigentlich weiss, es sollte kein Seil haben, ich checke immer noch mal kurz den Luftraum, ich schaue den Hang noch einmal genau an, schaue in den blauen Himmel, ob ich irgendwo vielleicht nicht irgendwie gleich ein Seil sehe, weil die ja zum Teil über Nacht zum Teil gestellt werden von den Bauern. Also gleich noch alles vorsichtig sein bezüglich der Hindernisse. Dann Landemöglichkeiten. Gerade bei so einem Talsprung, wenn wir es jetzt hier haben, ist es wichtig, dass ich weiss, wo könnte ich denn landen, wenn es jetzt hier nicht funktioniert mit dem Höhe machen, damit man die Sicherheit hat, ich habe schon einen Plan, ich weiss, wo ich landen kann. Und da werden wir sehen, wenn ich das anschaue, gehe ich oft auch auf Google Earth und schaue mir das Gebiet eigentlich mal in Google Earth genauer an. Das sehen wir jetzt hier. Ich habe hier einen Ausschnitt von Google Earth und man kann ja auch die Flughindernisse einblenden, wenn man die abladen tut, dann sehe ich, wo die Seile sind in diesem Gebiet. Wir haben hier Riemenstalden und wir sehen jetzt den Bereich hier oben, wo ich geplant habe vom Ruckig, wenn ich die Ausgangshöhe erreicht habe von 2400 Meter, dass ich hier in den Südhang hineinfliege und dann entsprechend Thermik suche und probiere wieder Höhe zu machen. Und ich sehe also, da muss ich eigentlich nicht Angst haben wegen Seil. Das ist also grundsätzlich seilfrei. Da unten haben wir aber Seil, eher tief. Und dann schaue ich mir auch, da sieht ja die Zone aus, wo kein Seil ist. Und ich sehe auch, dass das Gebiet scheinbar da ein bisschen flacher ist. Also wäre das ideal im Prinzip, dass ich da Platz finde zum Landen. Also das wäre ein Landeplatz. Oder ich sehe jetzt, dass es hier noch vergrössert. Ich habe jetzt den Teil hier noch ein bisschen grösser gemacht. Wir sehen das Seil hier. Und ich sehe, dass da ein gewisser Platz vorhanden ist, wo ich landen kann, direkt an der Strasse. Das ist auch gut. Wir sind eigentlich eher Talmitte hier. Und in Talmitte hat man eigentlich selten ein Seil, das irgendwie quer drüber geht. Klar, man muss noch schauen wegen Telefonleitung oder so. Aber grundsätzlich sind die Regionen eigentlich ideal, weil die sind selten überspannt von Seil in der Talmitte. Dann, wenn man da natürlich eine Höhe machen wieder, optimal, super, dann ist es ja mehr oder weniger dann, je nach Höhe, die man erreichen kann. Natürlich Kretenhöhe wird es eher knapp an die roten Flur, aber wenn man da wieder auf 2,4 kommt, wie am Anfang, dann nachher lange das optimal, um da mal zu probieren, wieder auf der Südseite Richtung Mittagszeit, da Höhe zu machen an der roten Flur. Also wir haben gesehen, das wäre das Vorgehen, wenn man könnte vorgehen könnte, dass man das erste Mal sich eine Strecke überlegt, wo man fliegen will. Dann die Fluggebiete vielleicht einmal einzeln beflügt, die auf dieser Strecke sind. Und dann fährt man planen mit den Lufträumen, Flughindernis und auch schaut, wo sind mögliche Landeplätze. Wenn man das dann so vorbereitet, dann ist man auch wirklich ruhig unterwegs in der Luft, wenn man eine Strecke probiert. Und es ist dann auch kein Experiment, und man schließt dann aus, dass man da von Sachen überrascht wird, weil man ja zum Beispiel Landeplatz bereits vorgesehen hat, wenn es jetzt nicht aufgeht, etc. Also man ist dann wirklich ruhig unterwegs. Trainingsmöglichkeit, dass man jetzt das gesehen, das Putzle, Fluggebiete fliegen, Strecken zusammenhängen. Und ich möchte euch da noch eine Möglichkeit zeigen, wenn ihr früh im Jahr eigentlich selber könnt Schritt für Schritt euch verbessern. Das Halde eignet sich da einfach wirklich gut, weil man früh im Jahr eigentlich da auf die Südseite überfliegen kann. Ich habe den Kartenausschnitt
Wir starten also auf dem Haldi. Man kann dort durchaus jetzt gegen Ende Januar, Anfang Februar schon bereits etwa um 12 Uhr starten. Meistens ist da aber noch keine Thermik, weil wir haben ja eher einen Westhang hier. Der ist also eher gegen späteren Nachmittag, Abend gut. Der dreht in der Regel noch nicht. Aber wenn man direkt da überfliegt an die Südhang, dann hat man da bereits früh die Möglichkeit, Thermikanschluss zu finden. Und da kann man eigentlich trainieren, dass man mal eine kleine Strecke startet. Und es ist dann auch nicht so tragisch, wenn man mal nicht raufkommt, sondern man kann ja da überall im Talgrund landen. Ich tue euch jetzt mal den Flug nachher abspielen lassen. Etwas, was ich vielleicht das gerade noch vergessen habe, ist, auch hier seht ihr, es hat ein Seil hier drin, das habe ich gecheckt noch auf der Webseite mit dem Flughindernis. Da bin ich schon mal vorbereitet, da muss ich schauen, da ist ein Seil, sonst ist es da eigentlich frei. Kann ich da probieren und da muss ich einfach das Seil im Auge behalten. Der Hang, der ja südausgerichtet ist, der ist sehr früh in der Sonne und hier kann man relativ früh eigentlich den Thermikeinstieg machen und schon ein bisschen Höhe machen. Wenn man dann eben vielleicht hier keine Thermik findet, dann hat man da etwa 100, 150 Meter Zeit von der Höhe her, bevor man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht wieder an Landeplatz zurück, kann man da wieder an Landeplatz vom Haldi zurückfliegen. Das langt noch. Also könnte man auch noch ein zweites Mal an einem Tag aufs Haldi nochmal probieren, wenn es noch nicht gelangt hat, und gerade noch einmal den Gleichflug starten. Jetzt aber zu dem Video hier. Ihr seht, wenn so ein Flug könnte funktionieren, vom Haldi aus, um so ein bisschen mal Talsprünge zu üben und den Thermikeinstieg. Fliegen es da raus, da ist also nichts, fliegen direkt nachher zu den Bittleten über. Relativ lange, lange Querung. Und da kann ich schon ein bisschen schauen, sehe ich vielleicht irgendwelche Vögel aufdrehen, wo ich ein bisschen einen Anhaltspunkt habe. Und ihr seht, man kann also extrem tief bereits aufdrehen. Und dann hat man ja schon die erste Höhe, wo man schauen kann, probiere eher ein bisschen Richtung Schächental weiter zu fliegen. Oder ich gehe auf die andere Seite Richtung Altdorf, Eckbergen. Man hat also verschiedene Möglichkeiten. Man hat auch Möglichkeiten, das zu erweitern, wenn es jetzt da wirklich sehr gut aufgeht und man sogar über den Hobelhühnereck aufdrehen kann, dann stehen mir die Möglichkeiten offen, zum Beispiel ins Schächental hinterher zu fliegen. Der Vorteil vom Schächental ist, dass man jederzeit eigentlich ganz sicher gute Landeplätze kann anfliegen. Also da kann man ein bisschen experimentieren. Ihr geht auch kein grosses Risiko ein. Hier, dass ihr an dieser Krete noch hinterher fliegt bis zum Klausenpass und allenfalls zurück. Zwischenlandemöglichkeit habt ihr in Unterschächen oder eben in Bürglen. Und da habt ihr eigentlich auf der ganzen Strecke die Möglichkeit, immer wieder einmal zu landen, wenn es dann nicht mehr sollte, zurücklangen. Also das ist ein Tipp, so ein bisschen anzufangen und früh im Jahr schon ein bisschen zu trainieren, die verschiedenen Talsprünge und probieren, den Thermikeinstieg zu verwünschen. Dann Hilfsmittel haben wir da nochmal aufgezeigt. Wir haben zum einen hier Flughinderniskarten vom Bund. Dann gibt es ja auch Segelflugkarten online. Dann haben wir Flyland. Flyland ist ja die Webseite, wo wir die verschiedenen Hinderniskarten können abladen, auch für Google Earth, die laden und dann anschauen. Und ein richtiges Planungstool, oder das, was wir etwa viel gebraucht haben in der Vergangenheit, war der XC-Planner. Aber leider ist der nicht mehr verfügbar. Der ist also weg. Den gibt es nicht mehr. Aber dafür hat es ein paar Ersatzapplikationen. Und wir werden uns jetzt die anschauen von Thermixc. Und diese Webseite bietet euch wirklich einiges auch, um eine kleine Strecke zu planen oder eure Strecke, die ihr planen wollt. Ich tue jetzt die Webseite mal auf. Und wir haben hier mal ein Gebiet, da könnt ihr rein scrollen. Und ihr wollt jetzt zum Beispiel eine Strecke planen, sagen wir mal ins Schächental hindern. Dann nachher, was da eine ganz coole Sache ist, rechts oben seht ihr
Meter pro Sekunde. Und man kann dort dann eigentlich die Karten einblenden, die einem zeigen, wo eigentlich die stärksten Thermikzentren sind. Die Thermikzentren, die sind eigentlich errechnet worden aufgrund von allen XC-Flügen, die eingegeben worden sind. Und dort hat man geschaut, wo haben die Leute an dem gleichen Ort die höchsten Steigwerte. Und damit hat man natürlich gewisse Karten bekommen mit verlässlichen Thermikquellen. Wenn ich das also hier einschalte, gehe da noch ein bisschen raus, dann sieht man, wenn ich da ein bisschen zu weit reingehe, wird es ausgeblendet. Seht ihr eigentlich hier die hellblauen Bereiche? Ihr könnt auch hier einstellen, ich habe jetzt hier den 1. April eingestellt, das ist das früheste Datum. Und ihr könnt hier auch die Zeit einstellen, was ihr gerade Brille für euch habt, sehe ich das nicht mehr. Wenn wir von der Zeit zum Beispiel am Morgen gehen, seht ihr, dass die Thermik ganz anders aussieht als zum Beispiel Nachmittag, wo die Thermik schon stärker ist. Ihr könnt also hier sogar die Zeit einstellen. Wenn ihr jetzt morgen früh starten wollt, seht ihr eigentlich schon die Bereiche, die so ein bisschen hellgelb sind. Das sind die, die eigentlich besser tragen sollten. Wenn wir jetzt hier eine Strecke planen, dann könnt ihr hier auf XC gehen. Und sage ich, tue jetzt hier eine Strecke planen. Ich will zum Beispiel ruckig starten und werde hier nachher weitergehen. Gerade direkt probieren am Hühnereck und vielleicht dann da vorne fliegen. Will ich mal den ersten Talsprung probieren, da ist Scharte Hörli. Und wenn das erfolgreich ist und ich komme da wieder runter, dann will ich gerade probieren, dass ich da wieder zurückgehe, weil ich habe in letzter Zeit nämlich da trainiert an den Bittleten vom Haldi aus, dass ich da raufkomme. Dann will ich, wenn das gut läuft und ich wieder Höhe machen kann, will ich da hinter, ich sehe, dass es da auch ein bisschen Thermik hat und will mal schauen, möglichst weit Richtung Klausenpass zu fliegen, um am Schluss dann wieder vorne zu fliegen und vielleicht in Bürglen zu landen. Dann sieht man das am Schluss, was es gibt. Zum Beispiel gibt es ein flaches Dreieck, 57 Punkte. Und so kann ich eigentlich eine Strecke mal planen, anschauen. Was ich jetzt hier aber nicht angeschaut habe, sind Lufträume und Landeplätze. Landeplätze habe ich schon vorher erwähnt. Ihr habt ab Bürglen eigentlich Landemöglichkeiten. Ihr habt in Unterschächen Landemöglichkeiten, die wirklich überschaubar sind. Und ihr seht, auf dieser Strecke habt ihr eigentlich immer überall die Möglichkeit, egal wie hoch das ihr seid, dass ihr entweder auf Unterschächen kommt, auch wenn ihr da Richtung Klausenplatz fliegt. Auch hier vorne, wenn ihr da vorne seid, dann erreicht ihr Bürglen einfach. Also hier könnt ihr wirklich angstfrei probieren, ein bisschen auf Strecke zu gehen. Auch wenn ihr mal da hinten fliegt und an einem Ort keine Höhe machen könnt, dann geht man halt auf Unterschächen landen, geht zurück und probiert es anders mal. Also das ist ein Tool hier, wo wir euch wirklich empfehlen können, dass ihr das anwendet für eigene Strecken zu fliegen. Dann auf die anderen möchte ich nicht weiter eingehen. Es gibt noch die FlyXC-App oder CU Cloud. Meteo Powerband ist aber eher marginal zum Flugplanen, sondern eher ein Tool auch für Thermik und den Waypoint Editor. Könnt ihr ausprobieren, es ist ein bisschen eigenes Interesse oder was einem besser passt. Grundsätzlich können wir euch aber eigentlich jeder Thermix-C-Planer empfehlen. Dann sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt, Materialvorbereitung. Da hat der Beat Listen einfach zusammengestellt, wenn er vorgeht, bevor er auf Strecke geht, auch im Hinblick auf ein paar Tage davor. Wir haben auch eine Checkliste, die ihr brauchen auf Paragliding Unnersee. Wir haben die hier kurz verlinkt, gehen wir schnell schauen. Wir haben hier unter der Hauptseite, auf der Startseite haben wir eine Verlinkung auf die Checkliste. Ihr seht, dass es im ersten Punkt eigentlich darum geht, das Wetter zu checken vom Wind, Druckunterschied und auch Link zur SAV-Meteo-Seite ist da drauf.
Dann, wie könnt ihr Thermik prüfen? Da haben wir einen Link auf die verschiedenen Hämogramme von Bayern oder Locarno. Dann Flugbasis hat das farblich hinterlegt. Man sieht dort, wie der Temp ist, also grün, rot, ob es jetzt gut ist, grün, Soaring Meteo oder Meteo Bahnband, wo man kann Thermik am besten einschätzen kann. Dann die Strecke planen. Ihr seht, wir haben das Thermiksee hinterlegt oder das Flyingsee oder auch SIU. Da könnt ihr auswählen und eure Flüge zum Beispiel planen. Dann könnt ihr eure Flüge auch auf Lufträume prüfen. Und wir haben hier noch ein paar Informationen auch. Es gibt viele Spezialregelungen auch bei Flugplätzen. Die könnt ihr hier nachschauen unter diesen Links. Wer es etwa mit Überflügen zu tun hat bei grösseren Flugplätzen, Militärflugplätzen, wir haben hier die aktuellen Belegungspläne hinterlegt, wo ihr könnt schauen könnt, zum Beispiel Flugplatz Emmen oder Meiringen, wenn das die geschlossen sind. Wenn man dort zum Beispiel durchfliegen kann, ohne dass man sich anmelden muss, in dem Sinne. Beziehungsweise man muss ja dann eigentlich immer, alt, weil es AHX sind, muss man trotzdem immer auf Empfang sein. Aber der Flugplatz ist an diesen Tagen in der Regel dann geschlossen. Dann gehen wir zurück zu dieser Liste, also Tag vor dem Flugtag. Ich blende das gerade ein bisschen einzeln einblenden. Tage vor dem Flugtag, dort bin ich zum Beispiel eben das Wetter studieren, dann auch schauen, wenn ihr es einplanen kann, von den Freitag natürlich bei der Arbeit. Eventuell, je nachdem, von AS zum Beispiel oder Monera, muss man reservieren für die Seilbahn. Dann, wenn man in Flugräume fliegt, wo man sich anmelden muss, dann Flugfrequenzen programmieren, dann seine Geräte überprüfen, Vario, XC-Track, funktioniert das, Handy, Tablet einrichten, Lufträume aktualisieren auf dem Gerät, dann auch seine eigene Ausrüstung, Kurzzeug-Cockpit einrichten, einstellen, Trinkschlauch, vielleicht bietet es sich auch an, wenn man sich selber mal im Sitz aufhängt und alles nochmal kontrolliert, ob alles parat ist. Dann Materialvorbereitung, am Abend vor dem Flug, Segel, Thermikprognose nochmal überprüfen, ob sich das bestätigt. Dann all die technischen Apparate parat machen. Wichtig heute braucht man auch, weil man ja eine Applikation auf dem Handy hat, eine Powerbank, dass die aufgeladen ist. Fahrplanverbindung vielleicht studieren, Ticket lösen, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, zum Startort. Alles nochmal zusammenpacken. Gleitschirm, Gurtzeug, Helm, Kopfpariser, Kleidung generell, Sonnenbrille, Creme, Urinalkondom oder Windeln etc. Dann am Flugtag selber alles packen, vielleicht auch eine Checkliste halt machen in Papierform, dass wir die noch abhäkeln. Zwischenverpflegung, Portemonnaie, ÖV-Ticket. Dann die Checkliste, die der BA zusammengestellt hat, könnte man da zum Beispiel ausdrucken oder selber eine erstellen. Und an jedem Flugtag, bevor ich gehe, kann ich dann abhäkeln und bin dann auch sicher, dass ich wirklich nichts vergessen habe. Weil eben, manchmal trifft man Leute am Startplatz, die haben die Händchen vergessen oder den Akku vergessen etc. Und das passiert mit einer Checkliste halt weniger. Fragen können wir jetzt da natürlich nicht beantworten. Aber wie gesagt, ihr könntet uns also auch kontaktieren über die E-Mail-Adresse oder via Telefon, wenn ihr da Fragen hättet. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für jetzt die Aufnahme vom letzten Webinar, das wir hatten. Und wir hoffen, dass euch jetzt das Webinar etwas geholfen hat, euch weiterzuentwickeln, einen Schritt weiter zu gehen, etwas auszuprobieren und auch einmal eine kleinere Strecke zu planen, um Schritt für Schritt sich zu verbessern. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und wir hoffen, dass wir uns wieder einmal in der Luft sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Ciao zusammen.